Und damit, Freunde, oh, da war ein Fehler. Willkommen zurück zu Metroid, wie auch immer. Wir wollen hier gleich weitermachen. Wir haben ja im letzten Part, haben wir frühzeitig beendet. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen was schaffen. Ja, da sind wir. Ich glaube, ich muss den Ton jetzt nochmal kurz ein bisschen leiser machen, weil ich... Achso, Moment. Nee. Andersrum. Der Ton bleibt. Ich mache ihn hier leiser, damit ihr es nicht so doll hört. Und ich mache ihn für mich ein bisschen lauter. So, dann sind wir wieder. Kurz die Speicherdings hier einmal. So, wir haben ja jetzt hier frühzeitig beendet. Haben wir aber auch noch nicht viel gemacht. So, da muss ich aber gleich einmal schon mal wieder zurück, weil wir können das alles ein bisschen verschnellern. Das weiß ich noch. Irgendwie kriege ich das nicht gebacken mit diesem Super Jump. Aber was soll's. Nee, die Besprechung brauchen wir nicht wiederholen. Ich muss jetzt nur einmal kurz, ja, ein bisschen Speed reinkriegen. Oh, verdammt, jetzt wirklich. Das ist doch ein Scheiß hier. Das ist schon wieder ein richtig guter Start, Leute. Das ist alles Vorführeffekt hier. So, jetzt aber. Och, nee. Das kann nicht wahr sein. Muss ich gar nicht springen. Ja, woher sollte ich das denn auch wissen, ne? Ja, guck mal, jetzt habe ich es hinbekommen. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. So. Ach, scheiße. Ja, was soll's. Jo, das habe ich jetzt ja mal hingekriegt wenigstens. So, da sind wir auch schon im Terminal, um die Ebene 2 Schleusen zu entsperren. So, jetzt hat das Saix aber auch Zugang zu Sektor 6 und 5. Ach, verdammt. So, wir müssen nämlich unsere Missiles verdreifachen, damit wir da ein bisschen stärkere bekommen. So. Habe ich mir schon gedacht. Hä? Bleibt das Ding nicht offen? Ach, klar, natürlich. Ach scheiße, kann ich die noch nicht einfrieren? Ah nee, ich glaube, ich kann die noch gar nicht einfrieren mit meinen Dingern hier. Boah, die ziehen mir aber... Halleluja, die ziehen mir ein bisschen was ab, doch. So, da muss ich mal kurz einmal Pause machen. Bis gleich, Leute. Ja, schön, dass ihr da seid. Da bin ich auch wieder. Ja, das war der Hausmeister, der hat mir den Kellerschlüssel gebracht. Oh, aha. Jetzt geht's aber los hier, doch.
Da scheint es aber abzugehen. Deswegen speichern wir jetzt hier einmal. Ja, aufladen wäre auch gar nicht mal so schlecht. So, nochmal speichern. Sicher ist sicher, ne? Anscheinend echt nicht mehr so gut hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich sterb hier noch. Na Gott sei Dank, Freunde. Wir hätten es echt nicht geschafft jetzt hier, ne? Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Macht er uns die Tür hier auch nochmal auf? Ja, sehr schön. Gott sei Dank. Da hat er auf jeden Fall was zum Aufladen und ich hätte nicht gedacht, dass wir echt so viel Schaden kriegen durch das Viech. Irgendwie konnten die anderen sich hier immer so an der Wand ja, festhalten. Ich weiß nicht wie. Das ist schon echt cool. Also die haben sich da mal abgestoßen, ne? Was sind das denn hier? Ach so, ich weiß schon. Unglaublich.
So. Wie ich sehe, sind sie auf einen abtrünnigen Wachroboter gestoßen. Sie dürfen ihn zerstören, falls sie ihm erneut begegnen. Ihre Sicherheit genießt höchste Priorität. Nun zu ihren Anweisungen. Die Ebene 2-Sperre ist gelöst, also sind die Sektoren 5 und 6 zugänglich. Daher müssen wir wohl davon ausgehen, dass auch die X mittlerweile in diese Sektoren eingedrungen sind. Sie lassen sich nicht so einfach aufhalten, wie wir zunächst annahmen. Die Temperatur in Sektor 5 liegt weit unter Null. Sie sind aufgrund der Nebeneffekte des Serums immer noch sehr kälteempfindlich. Daher ist das Klima dieses Sektors lebensbedrohlich für sie. Meiden Sie Sektor 5 bis auf Weiteres. In der Zwischenzeit arbeitet das HQ an Daten, die Ihren Anzug gegen extreme Temperaturen widerstandsfähig werden lassen. Sobald wir die Daten erhalten, stehen sie zum Download zur Verfügung. Aber die X haben alle Datenräume vernichtet, die sie bisher benutzt haben. Ich habe keinerlei Zweifel mehr, dass sie zu zielgerichteten, intelligenten Denken fähig sind. Sie müssen den Datenraum im nächtlichen Lebensraum von Sektor 6 benutzen. Begeben Sie sich zu Sektor 6 und suchen Sie dort das Navigationsterminal auf. Sind die Anweisungen klar? Jo. Passen Sie auf, sich auf Samus. Nur Sie können diese Mission zum Erfolg führen und das X ist womöglich weit gefährlicher als vermutet. Okay, alles klar. Aha. Schöpft Samus bereits irgendeinen Verdacht? Nein, ich denke nicht. Gut, behalte sie im Auge. Positiv. Ende. Okay. So, dann wollen wir mal nach... Ne, Moment. Wir müssen nach 6, ne? Achso, ja, dann war doch... Oh Gott. Dann war es doch richtig. Was mache ich denn jetzt hier? Na komm, Mensch, was ist denn hier? Also, dieser Controller, ne? Ah, Gott. Die Varia-Suite-Daten vom HQ sind eingetroffen und stehen zum Download bereit. Begeben Sie sich zum nächstgelegenen Datenraum. Es gibt jedoch ein Problem. X aus dem arktischen Sektor Ark halten sich mittlerweile in Sektor 6 auf und sie haben sich durch die Kälte verändert. Der Kontakt mit ihnen versetzt ihren gesamten Körper in einen Frostzustand. Dies scheint eine gezielte Angriffstaktik zu sein. Nach dem Download der Varia-Suite-Daten ist dieses Risiko ausgeräumt, bis dahin ist aber äußerste Vorsicht geboten. Der Nock-Datenraum befindet sich hier. Vergessen Sie nicht. Vermeiden Sie den physischen Kontakt mit dem blauen X. Nutzen Sie Ihren Beam, um Blaue kurzzeitig zu betäuben. Okay. Halten Sie die Augen offen. Die X haben sozusagen die Jagd auf Sie eröffnet, Samus. Und in diesem Bereich ist es stockfinster. Dringen Sie also mit äußerster Vorsicht vor. Gut, dann machen wir das doch. Einmal speichern. Aufladen brauchen wir nicht. So, dann geht's hier schon mal gleich los, ne? Okay, hier gibt's nix. Ich glaube, hier müssen wir überall noch nicht rein, deswegen gehe ich jetzt erstmal ganz nach unten. Ja, mein Gott, passiert mal. Moment, da müssen wir nicht hin. Oh, gucken wir mal, was hier ist. Ah, hier kommen wir auch nicht hin, okay. Jesus. So.
Hier gibt es nämlich, glaube ich, einen Speicherpunkt. Deswegen werde ich... Ja, sehr schön. Den werden wir benutzen. Oh, da sind wir wieder voll. Lol. Okay. Weil hier geht es weiter. Na, komm schon. Oh, die haben wir natürlich noch nicht. Das Sa-X ist da, Leute. So, hier können wir uns dann verstecken. Oha. Ja, ich schätze mal, das Sa-X ist weg. Wir können jetzt wieder aus unserem Versteck rauskommen. Was ist das denn hier? So viele Gammle. Gut, da kommen wir auch, aber wir speichern einmal. Wir müssen da wahrscheinlich auch sogar runter. War hier irgendwas? Nope. Boah, übertreibt halt. Nee, den roten will ich haben. Oh mein Gott, gib mir den roten. Hier! Ja, ich würde mal sagen, das hat sich jetzt wohl mit dem Datenraum auch erledigt hier. Das ist ja zum Kotzen. Na, was ist denn hier? Was denn? Mann, die... Och, das ist doch... Nö. Wie... Ah, bitte. Also, sie ist unglaublich, Leute. Das ist hier schon wieder so schwer. Das ist ja nichts normal. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack. Alter, die haben mir so viel Schaden gemacht jetzt. Jesus Maria. Thank you.
nö. Alter Schwede. Entweder kommt mir das immer nur so schwer vor oder ich... Also, hammerhart. So, hält extreme Temperaturen stand. Das müsste dann aber auch jetzt für Lava wirken, oder? So. Ja, sehr schön. Dann speichern wir hier. Und beenden den Part auch. Ja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein.